Ja und somit herzlich willkommen zu einem neuen Reaction hier auf dem Kanal. Heute schauen wir uns den Announcement Trailer von Ents an. Das Spiel habe ich heute entdeckt, sah ziemlich interessant aus. Es wurde beschrieben als eine Mischung zwischen GTA und The Getaway in London. Soll ein Open World Spiel werden, was auf der Unreal Engine 5 entwickelt wird. Vom englischen Entwicklerstudio Concrete Realm Games. Sah ziemlich interessant aus. Ich habe ein bisschen durch den Trailer durchgeskippt und habe dann gesehen, dass es eine Kickstarter-Kampagne dazu gibt. Und ja, ich fand das Ganze sah ziemlich legit aus. Also glaubwürdig. Nicht so wie bei anderen Spielen, zum Beispiel The Day Before. Ist ein anderes Thema, kennt man vielleicht. Ja, und dann habe ich ein paar Franken in die Hand genommen und bei der Kickstarter-Kampagne mitgemacht. In der Hoffnung, dass das Spiel dann wirklich entwickelt wird. Oder zumindest eine Beta-Phase oder ein Pre-Release gibt. Und ja, es soll im ersten Quartal 2025 in die Beta-Phase gehen und im Dezember 2025 rauskommen. Also sind noch ein paar Jahre Entwicklung. Ja, es sah ziemlich interessant aus und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt hinein. Vielleicht seid ihr ja gleicher Meinung wie ich. Let's go. Ents Announcement Trailer, you get used to it. Heißt das Ganze? The Block. The Bando. The Feds. Eventually you'll get used to it. All for the captured in engine. Ganz kurz, wenn das wirklich so aussehen würde oder wird. Und ja, mittlerweile mit Unreal Engine 5 kann das gut möglich sein. Sieht das ziemlich bombastisch gut aus. Ein bisschen weiter. Okay, nope. Ist ein ganz kurzer Trailer, allerdings eben bloß anfangs den Announcement-Trailer. Ja, wenn man sich so GTA und eben dieses Getaway, ich weiß nicht, ob das viele kennen, ist ein ziemlich cooles Spiel, habe ich früher mal auf der PlayStation 2 gespielt. Ist eben so ein Open-World-Spiel. Ja, man könnte es eher fast ein bisschen mit Mafia vergleichen. Vom Stil her würde ich sagen, was eben in London spielte. Und ich fand es ziemlich cool. Und wenn das wirklich so in diese Richtung gehen soll, könnte das sicherlich ein Banger werden, würde ich sagen. Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich habe jetzt da ein bisschen investiert. Ist nicht allzu viel. Und man hat ja immer ein Restrisiko bei solchen Kickstarter-Kampagnen, dass man Geld investiert und am Schluss gar nichts bekommt. Muss man jetzt damit rechnen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass das wirklich auch von vielen Leuten gewollt ist. Also, dass viele Leute das gerne sehen wollen, so in diesem Sinn. Und ja, ich bin gespannt, ob das wirklich entwickelt wird. Ich packe alle Sachen mal in die Videobeschreibung, also die Kickstarter-Kampagne und auch die Webseite und so weiter und so fort. Auch den Trailer hier und ja, bin gespannt darauf, wie es weitergeht. Vielleicht sehen wir da irgendwann mal im nächsten Jahr noch ein paar mehr Trailer. Mal schauen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.